Ich bin ja seit einigen Monaten wieder intensiv damit beschäftigt, auszumisten und mich von überflüssigen Gegenständen zu verabschieden. Und ich habe in einem Video vor kurzem mal mit euch geteilt, warum wir nach 4 Jahren des Minimalismus immer noch so viele Dinge besitzen. Ein Grund dafür ist, dass wir immer noch damit beschäftigt sind, Dinge aufzubrauchen und diese dann nicht mehr nachzukaufen. Das liegt einfach daran, dass manche Sachen zu gut sind, um sie wegzuschmeißen, aber eben nicht mehr gut genug sind, um diese zu spenden oder zu verschenken. Und ich finde es dann einfach nicht nachhaltig, die wegzuschmeißen, sondern versuche, die nach und nach aufzubrauchen und dann nicht mehr nachzukaufen. Das dauert aber leider etwas länger und geht nicht von heute auf morgen, sodass es immer noch Dinge bei uns gibt, die wir aufbrauchen und dann eben nicht mehr nachkaufen wollen. Die erste Sache, die wir aufbrauchen wollen, ist unsere Kollektion an Cremes. Wir haben wirklich ein buntes Sammelsurium von Cremes. Da sind ganz, ganz viele unterschiedliche Babycremes mit dabei, die wir für die unterschiedlichsten Zwecke selber gekauft haben, geschenkt bekommen haben oder vom Arzt verschrieben bekommen haben. Dann aber natürlich auch Bodylotions. Ich habe mir die letzte Bodylotion vor 1,5 Jahren gekauft und seitdem ist diese große Tube eben noch nicht leer geworden. Und dazu kommt jedes Jahr auch noch eine Sonnencreme und manchmal sogar eine After Sun. Wir versuchen natürlich möglichst wenig Cremes nachzukaufen, aber gerade wenn man mit Kind unterwegs ist, dann gelingt das leider nicht immer. Ich greife dann schon immer zu der kleineren Tube mit weniger Inhalt, weil es einfach auch schneller geht, diese dann aufzubrauchen. Aber trotzdem haben wir noch eine ganze Auswahl an Lotions da, weil wir die auch gar nicht so häufig benutzen. Ebenfalls aufbrauchen möchte ich mein Parfüm. Ich habe früher jeden Tag Duft aufgetragen, aber das mache ich schon seit einigen Jahren nicht mehr. Und seitdem ich nicht mehr ins Büro gehe, trage ich auch nur noch ganz, ganz selten Parfüm. Von meiner damaligen Duftsammlung, ich hatte glaube ich so 3 oder 4 unterschiedliche Parfüms, ist jetzt noch ein Duft übrig geblieben und das ist auch mein All-Time-Favorite. Ich habe mich damals für den großen Flakon entschieden und dementsprechend lange dauert es jetzt auch, diesen aufzubrauchen. Bei dem Duft merke ich, dass mir einfach natürliche Düfte bzw. einfach gar keine Düfte besser gefallen. Und deswegen werde ich auch kein Parfüm mehr nachkaufen. Eine Sache, die ich super gerne jetzt aufbrauchen würde, aber dazu komme ich leider viel zu selten, sind unsere Saunazusätze. Für mich gibt es im Winter oder nach dem Sport fast nichts Schöneres als einen wohltuenden Saunagang. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ist leider die Sauna in meinem Fitnessstudio immer noch geschlossen, sodass ich keine Gelegenheit habe, den Saunazusatz aufzubrauchen. Saunazusatz finde ich etwas Wunderwunderbares und werde ich sicherlich auch weiter benutzen, aber wir haben zurzeit 3 unterschiedliche und das ist einfach zu viel. 2 von diesen Zusätzen habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Einen hat mein Mann gekauft und mein Mann hat sogar noch so kleine Eukalyptuskristalle, die man mit in die Sauna geben kann. Und insgesamt 4 unterschiedliche Möglichkeiten, seine Sauna mit Duft zu versehen, ist einfach zu viel. Ebenfalls aufbrauchen möchten wir unsere Teefilter. Wir trinken entweder Beuteltee oder wir geben den losen Tee direkt in die Teekanne. In beiden Fällen ist ein Teefilter überflüssig. Aus diesem Grund handelt es sich bei Teefiltern auch auf ein Produkt, auf das ich sehr, sehr gut verzichten kann. Und so kann ich auch gleichzeitig etwas Müll sparen. Diese Woche konnte ich endlich mal wieder was von der nächsten Sache aufbrauchen und das sind die Putzmittel. Wir haben immer noch viel zu viele Putzmittel da, denn wir benutzen eigentlich immer nur die gleichen Reinigungsmittel. Ich versuche möglichst sanfte Putzmittel zu nehmen und im besten Fall auch einfach ein Hausmittel. Ich nutze ganz, ganz viel Essig, Natron und Zitronensäure bei uns im Haushalt, da ich finde, dass man damit sehr, sehr gut die herkömmliche Chemie auch ersetzen kann.
Aber wir haben halt noch viele unterschiedliche Putzmittel da, die wir gar nicht unbedingt gekauft haben, sondern von unseren Zwischen- oder Vormietern noch da waren. Und die finde ich auch zu schade, um sie jetzt wegzugießen. Deswegen brauchen wir die jetzt noch auf und werden dann tatsächlich noch weiter auf nachhaltige Alternativen oder auf selbstgemachte Putzmittel umsteigen. Bei der nächsten Sache habe ich tatsächlich schon fleißig ausgemistet und auch schon einiges gespendet, aber trotzdem scheint unser Vorrat davon überhaupt nicht kleiner zu werden, und zwar sind das Einkaufsbeutel. Wir benutzen zum Einkaufen Jutebeutel oder andere wiederverwendbare Beutel. Die kaufen wir in ganz, ganz seltenen Fällen. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wann ich das letzte Mal eingekauft habe, sondern bekommen diese eben auch häufig geschenkt. Das sind dann Werbebeutel von Sportveranstaltungen, von Arbeitsveranstaltungen oder gerade auch in der Vergangenheit von Wahlkampfveranstaltungen. Da lehnen wir natürlich die Mitnahme der Beutel meistens ab. Aber gerade wenn man bei einer Veranstaltung von der Arbeit ist oder bei einer Sportveranstaltung, dann hat man ja nicht unbedingt etwas dabei, wo man dann auch die Giveaways oder Schulungsunterlagen verstauen kann, sodass dann doch wieder ein neuer Beutel mit dazu kommt. Ebenfalls aufbrauchen und nicht mehr nachkaufen wollen wir flüssiges Duschgel in Plastikverpackungen. Ich nutze zum Duschen schon sehr, sehr lange eine feste Seife, habe aber in den Jahren davor auch immer wieder zu Weihnachten und zum Geburtstag von Verwandten schöne und gute Duschgels geschenkt bekommen. Die benutze ich eben so selten, und bis sich das herumgesprochen hat, dass ich die gar nicht benutze und mir lieber mit etwas anderem eine Freude machen kann, habe ich schon einen kleinen Vorrat aufgebaut, den wir jetzt einfach noch nach und nach aufbrauchen und dann, wie gesagt, entweder eine feste Seife nutzen werden oder auch einen festen Duschbar. Die nächste Sache möchte ich aufbrauchen und eine nachhaltige Alternative ausprobieren, und ich bin wahnsinnig gespannt, wie mir diese gefallen wird. Denn das sind Q-Tips. Q-Tips haben ja also grundsätzlich so zwei Anwendungsbereiche, entweder zum Reinigen der Ohren oder zum Entfernen der Make-up-Reste unter den Augen. Ich trage nicht so viel Make-up, deswegen nehme ich die hauptsächlich für die erste Sache. Und da soll man sehr, sehr gut auch auf Q-Tips aus Silikon, meine ich, zurückgreifen können. Die kann man dann reinigen und dauerhaft wiederverwenden, und dann braucht man nicht immer wieder diese klassischen Einmal-Q-Tips kaufen. Wir haben zurzeit viele unterschiedliche kleine Reste von Lebensmitteln da, die wir für Rezepte gebraucht haben, die wir zum Kochen oder zum Backen gebraucht haben. Und jetzt ist nur eine kleine Portion übrig geblieben, die bei uns in den Schränken wartet darauf, aufgebraucht zu werden. Mit den kleinen Resten ist es manchmal schwierig, wenn man nicht genau weiß, was man damit jetzt kochen soll. Für das ursprüngliche Rezept hat man nicht mehr genug da, und um das gleiche Rezept nochmal zu machen, müsste man wieder etwas nachkaufen. Und dann heißt es, kreativ werden und Wege finden, noch die Lebensmittel aufzubrauchen. Bei uns ist das beispielsweise mit der Kakaobutter der Fall. Ich habe damit sehr gerne Amarantriegel gemacht. Die waren super lecker, aber jetzt habe ich nicht mehr genügend Kakaobutter, um noch eine Portion herzustellen, und möchte auch nicht noch einmal nachkaufen oder nach online bestellen, um dann wieder zu viel übrig zu haben, und bin jetzt eben auf der Suche, wie ich die Kakaobutter anderweitig verwenden kann. Ebenfalls aufbrauchen möchte ich meine Nagellacke. Ich habe da in den letzten Jahren schon fleißig reduziert und habe inzwischen nur noch 2 Nagellacke zur Auswahl. Aber auch diese beiden habe ich dieses Jahr überhaupt nicht benutzt und nicht einmal meine Fußnägel lackiert. Im Sommer finde ich es aber schön, wenn etwas Buntes aus meinen Sandalen rausblitzt, und deswegen möchte ich die Nagellacke noch aufbewahren und nächstes Jahr noch einmal gucken, ob ich denn meine Fußnägel lackiere.
Und wenn ich das nicht tue, dann werde ich aber tatsächlich nächstes Jahr die Nagellacke sowie den Nagellackentferner aussortieren. Das sind Dinge, die wir in unserem Haushalt noch aufbrauchen wollen, einfach weil wir es nachhaltiger finden, die Dinge zu verwenden und zu benutzen, anstatt diese wegzuschmeißen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was es bei euch zu Hause ist. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüssi und bis zum nächsten Mal.